Hallo zusammen, da war ich gerade mal ein paar Tage weg und ich habe einen Haufen Nachrichten, Kommentare und so weiter von euch bekommen, wo ich denn bleibe und wann denn endlich neue Videos kommen. Die kommen jetzt und jetzt geht es auch eigentlich ganz normal weiter, obwohl in den letzten Tagen gar nicht so sonderlich viel passiert ist, aber so ein paar Dinge gibt es, über die wir reden können und unter anderem gibt es in Europa jetzt wieder ein paar neue hübsche Flugzeuge zu beobachten. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem altbekannten Kinderzimmer. Tja, ich hoffe, es geht euch gut und wie gesagt, der ein oder andere von euch hat schon einen etwas traurigen Kommentar geschrieben, wann denn endlich wieder neue Videos kommen und wo ich denn bleibe. Und ich weiß, ihr meint das ja auch alles nicht böse und es ist ja auch schön, dass ihr euch auf neue Videos freut. Auf jeden Fall, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, da war jetzt was mit dem Luftfahrtbundesamt. Das war jetzt vor ein paar Tagen, deswegen ein paar Tage kurze Pause. Jetzt geht's aber wieder ganz normal weiter mit Videos. Anfangen können wir heute mit dem neuen Airbus A330-900 und es hört sich irgendwie noch so ein bisschen komisch an, wenn man das so sagt. Bei Airbus A330neo wissen aber natürlich auch alle, was gemeint ist. Und der erste für TAP Portugal bestimmte A330neo, der ist jetzt seit knapp einer Woche im sogenannten Route Proving unterwegs. Aha. Kann man sich jetzt, wenn man sich vielleicht nicht sonderlich viel damit beschäftigt, nicht wirklich viel drunter vorstellen, aber vielleicht ist dem einen oder anderen aufmerksamen Beobachter aufgefallen, dass es hier auf YouTube seit gut einer Woche einen Haufen an Videos über den neuen A330 der TAP Portugal gibt. Und tatsächlich gehört das auch so ein bisschen mit zum Route-Proving dazu. Denn der A330 ist wie gesagt seit knapp einer Woche jetzt unter einer Airbus-Flugnummer unterwegs, auch noch mit einer Airbus-Werksregistrierung unterwegs. Das Ganze schon allerdings in Farben der TAP Portugal und der Flieger ist an sich auch fertig ausgestattet. Und er fliegt jetzt halt zu den großen internationalen Flughäfen, bereist die ganze Welt. Im jetzigen Moment, jetzt gerade wo ich das Video aufnehme zum Beispiel, fliegt er von Toulouse nach Kuala Lumpur. Und das macht man zum einen ganz klar, um das Flugzeug der Öffentlichkeit vorzustellen, es an den großen internationalen Flughäfen auf der Welt zu zeigen. Und ja, deswegen auch der Haufen an YouTube-Videos, denn der ein oder andere Blogger, YouTuber oder Influencer darf dann mal in einem solchen Flugzeug mitfliegen, sich das Ganze angucken, ein Video dazu machen oder einen Beitrag dazu schreiben und das Ganze dann veröffentlichen. Falls ihr euch noch mehr für dieses Thema Route Proving interessiert und wie das Ganze so abläuft und wie es dann im Flugzeug aussieht und so weiter, kann ich euch da sehr das Video von Simply Aviation empfehlen, denn der war wie gesagt einer der YouTuber, der auf dem neuen A330neo der TAP Portugal mitfliegen durfte und ja, das Video findet ihr dann in der Infokarte. Auf jeden Fall findet dieses sogenannte Route Proving dann in einem vorher festgelegten Zeitraum statt. Das Ganze in diesem Fall beim A330neo vom 18. Juni bis zum 7. Juli 2018. In diesem Zeitraum kann man den Flieger überall auf der Welt irgendwann mal sehen. Das Ganze, wie gesagt, der Flieger ist von innen quasi eigentlich schon fertig ausgestattet. Das Ganze also, um potenzielle Passagiere schon mal scharf auf diesen Flieger zu machen und auch den an den großen internationalen Airports ansässigen Fluggesellschaften mal zu zeigen, wie schön eigentlich so ein hübscher neuer A330neo ist. Aber wie der Name Route Proving ja auch schon verrät, es ist quasi der letzte finale Test, um mal herauszufinden, wie sich das neue Flugzeug wirklich im Linienbetrieb verhält. Und deswegen schickt man den Flieger quasi in den Linienbetrieb. Wie gesagt, das Flugzeug ist eigentlich schon final ausgestattet. Man hat aber an Bord noch ein paar Leute mit Ahnung und entsprechendes Testequipment dabei. Das Ganze seht ihr auch in dem Video von Simply Aviation. Deswegen, da könnt ihr das alles mal detaillierter sehen, nicht nur erzählt bekommen, sondern da habt ihr auch ein paar Bilder dazu. Wenn man so will und wenn man das Ganze so zusammenfassen kann, dann ist es quasi die Beta-Version des A330neo, der da jetzt in den nächsten Tagen noch unterwegs sein wird. Das Ganze könnt ihr natürlich auf Flightradar die ganze Zeit beobachten. Ein weiteres hübsches neues Flugzeug am Himmel ist der erste für Cathay Pacific bestimmte A350-1000. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar erst der zweite A350-1000, mit dem man als Passagier wirklich fliegen kann, obwohl es hier bei der asiatischen Fluggesellschaft auch noch ein bisschen dauern wird, bis das Ding dann wirklich im aktiven Linienbetrieb unterwegs ist. Der andere Airbus A350-1000, hört sich ein bisschen komisch an, der für uns Passagiere jetzt quasi auf der Welt zum jetzigen Zeitpunkt verfügbar ist, ist die November Alpha bei Qatar Airways. Den Flieger findet man täglich auf der Verbindung zwischen Doha und London. Und ja, damit ist der knapp 74 Meter lange Airbus doch echt noch eine ziemlich krasse Seltenheit. Der A350 an sich ist es aber gar nicht mehr unbedingt, denn mittlerweile wurden tatsächlich schon über 180 Flugzeuge des Typs gebaut. Und mal zum Vergleich, von der Boeing 787 wird man bald das 700. Exemplar bauen. Tja, krass, wie schnell das alles geht. Und es gibt noch einen weiteren Airbus A350 in neuer Bemalung am Himmel, und zwar hat Iberia den ersten bekommen. Es ist nicht nur der erste für die spanische Fluggesellschaft, sondern auch der erste A350 in der International Airlines Group, zu der auch British Airways gehört. Für Iberia stellt der Airbus A350 jetzt quasi einen wichtigen Schritt zu einer durchweg effizienten und modernen Langstreckenflotte dar, denn neben den 20 im Schnitt erst knapp 3 Jahre alten Airbus A330 kommen jetzt noch 16 Airbus A350 dazu. Richtig eingesetzt ist das sicherlich eine ziemlich effiziente Kombination. Und weil das so eine schön effiziente Kombination ist, behalten die dann bestimmt auch noch eine ganze Weile ihre 17 Airbus A340-600.
Hoffen wir mal. Das waren auch tatsächlich mal 18 Stück, aber das Bild kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Im Jahr 2007 rutschte der damals erst anderthalb Jahre alte A340-600 in Quito über die Bahn und der wurde dabei so stark beschädigt, da wurden Triebwerke abgerissen und so weiter, dass der dann an Ort und Stelle verschrottet werden musste. Tja, doof gelaufen. Und damit soll es das Folge gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, da waren noch ein paar interessante Informationen dabei. Und ich hoffe, das war in Ordnung, denn das Video ist heute so ein bisschen zwischen Tür und Angel entstanden. Aber ich wollte heute unbedingt wieder ein Video bringen. Und wenn euch das gefällt, was ich hier mache und ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann schaut doch gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis morgen. Und dann, ja, bis dahin. Tschüss.